Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Tag im Untersuchungsausschuss vor uns. Natürlich ein prominent besetzter Tag und wir haben Sie bereits vor Eingang in diesen Untersuchungsausschuss angekündigt. Für uns ist natürlich das der erste Schritt zur Aufarbeitung der ganzen Corona-Problematik. Damit werden wir natürlich in der nächsten Legislaturperiode auch weitermachen. Nichtsdestotrotz ist es heute deswegen wichtig, weil wir uns erhoffen, dass wir gerade im Zusammenhang mit der COFAG natürlich einiges herausarbeiten können, wie dieses Konstrukt zustande gekommen ist und vor allem, wem es am Ende auch genützt hat. Wir haben alle drei Verantwortlichen im Zusammenhang mit der COFAG heute bei uns zu Gast. Auf der einen Seite den Ex-Finanzminister Blümel, auf dessen Mist, und das kann man nicht anders formulieren, diese verfassungsrechtliche Fehlgeburt eigentlich gewachsen ist. Sie erinnern sich, also die COFAG hat man gegründet und damit alles der parlamentarischen Kontrolle eigentlich sofort entzogen und da ist dann eine Blackbox draus geworden. Der Herr Blümel ist dafür natürlich hauptverantwortlich. Übernommen hat es dann der Herr Finanzminister Brunner bekanntermaßen, der hat diese Versagensgeschichte fortgesetzt und entgegen dem Versprechen seines Vorgängers, das war koste es, was es wolle, hat er die Unternehmen dann an der ausgestreckten Hand verhungern lassen. Das zeigt auch die Insolvenzwelle, die jetzt gerade auf uns zurollt. Der Herr Vizekanzler Kogler spielt aus unserer Sicht auch eine besondere Rolle, denn im Zusammenspiel mit den beiden ÖVP-Politikern, die diese Sache zur Welt gebracht haben, ist er natürlich verantwortlich für die Erstellung dieser Entschädigungsrichtlinien und die blockiert er jetzt übrigens auch gemeinsam mit dem Herrn Brunner. Uns ist es ganz, ganz wichtig, hier von Entschädigungsrichtlinien zu sprechen und nicht von Hilfen oder Förderungen, denn eines ist auch klar, es war doch der exzessive Kurs dieser Bundesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die vollkommen übersteuerten Maßnahmen, die hier gesetzt worden sind, die dazu geführt haben, dass österreichische Unternehmen massiven Schaden erlitten haben, weil sie schlicht und ergreifend ihrem Geschäftsfeld nicht nachgehen konnten. Und deswegen soll man das jetzt nicht kleinreden und die Unternehmen nicht zu Bittstellern degradieren, sondern sind schlicht und ergreifend für das exzessive Handeln dieser Bundesregierung entschädigt worden, zumindest zum Teil. Wir wollen also wissen, warum man es von Anfang an nicht geschafft hat, EU-konforme Richtlinien in dem Zusammenhang zu schaffen und warum man es jetzt ein ganzes Jahr lang nicht schafft, die Richtlinie auch zu reparieren. Und wissen Sie, das ist schon auf den Mist vom Herrn Kogler und vom Herrn Brunner gewachsen, denn die sind einfach nicht in der Lage, eine Richtlinie zu unterzeichnen. Und das führt dazu, dass über 150 Unternehmensverbände, und das müssen Sie mal vorstellen, momentan wirklich an der Insolvenz schrammen bzw. schon insolvent sind. Das ist absolut mutwillig, was hier passiert, denn es ist nichts anderes geschehen, als dass man Unternehmen, die sozusagen auf der Zielgeraden waren, um diesen Schaden wieder aufzuholen, den die Regierung hier angerichtet hat, dann an der verlängerten Hand verhungern lässt. Das ist das, wofür der Herr Kogler und auch der Herr Brunner verantwortlich sind. Und das heißt im Umkehrschluss ja auch jenes, also wenn ich diese Unternehmen jetzt trotzdem noch insolvent werden lasse, dann waren ja die bisherigen Gelder eigentlich unnötig. Also der Umgang mit dem Steuergeld in diesem Zusammenhang ist natürlich unglaublich verantwortungslos, muss man an dieser Stelle sagen. Es droht eine Ausweitung dieser ohnehin schon beängstigenden Insolvenzwelle durch die Arbeitsverweigerung des Vizekanzlers und des Finanzministers, das habe ich bereits erwähnt. Und 27, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Zahl für Sie, 27 Unternehmensverbünde haben bereits Klagen in diesem Zusammenhang gegen die Bundesregierung eingereicht, weil ihnen das Wasser schlicht und ergreifend bis zum Hals steht. Anstatt ihnen zu geben, was ihnen zusteht, bürdet man ihnen jetzt auch noch auf, den finanziell steinigen Weg über die Gerichte zu gehen. Und Sie wissen, damit ist natürlich niemandem geholfen, denn Gerichtswege sind teuer, sind vor allem langwierig und Unternehmen, die ohnehin schon durch dieses Nichthandeln von Brunner und Kogler in diese missliche Lage gebracht worden sind, werden sich dadurch natürlich nicht verbessern. Wir wollen aber auch einer anderen Richtlinie auf den Grund gehen, jener, die besagt, dass Unternehmen, die schon vor Beginn der Corona-Krise in finanziellen Schwierigkeiten gewesen sind, dass die eben nicht entschädigt werden dürfen. Und das ist ganz, ganz zentral. Also Unternehmen, die vorher schon kaputt waren, haben eigentlich nicht den Anspruch, hier eine Entschädigung zu erhalten. Und wissen Sie, genau das ist das, was wir im Zusammenhang mit der COFAG immer vermutet haben. Da hat man es halt nicht so genau genommen und vor allem dann nicht, wenn es Firmen sind, wo auch ÖVP-Proponenten, wo auch ÖVP-Politiker entsprechend beteiligt sind. Ich möchte, und das ist jetzt nichts Persönliches, ich kann grundsätzlich mit dem Kollegen Verkehrssprecher Ottenschläger ganz gut, aber ich muss auf seine Firma hinweisen in diesem Zusammenhang, an der er 10% Beteiligung hält.
Auch der Ex-Finanzminister Blümel kennt diese Firma ganz gut, den er hat auf Instagram ein paar Mal auch für diese Firma Schleichwerbung gemacht. Und konkret geht es hier um eine Firma, die Smoothies vertreibt, das ist die Juice Factory, die ihre Säfte unter anderem auch am Flughafen Wien verkauft. 2019 gab es daran übrigens auch Kritik. Und selbst die Schleichwerbung dieses prominenten, damals prominenten Finanzministers dürfte nicht viel geholfen haben, denn bis ins Jahr 2000 wurden die Verluste, und das müssen Sie sich auf die, bis ins Jahr 2019 wurden die Verluste von rund 864.000 Euro angehäuft. Also das Unternehmen war eigentlich mit 864.000 Euro in den Miesen, bevor die Corona-Krise noch begonnen hat. Also damit war das Unternehmen abzüglich der Einlagen, die bereits gemacht worden sind, das waren rund 160.000 Euro, massiv überschuldet und hätte eigentlich genau dieser Richtlinie folgend keine Corona-Zahlungen mehr erhalten dürfen. Aber es geschehen doch immer wieder Zeichen und Wunder und es wurde der Geldhahn aufgedreht. Zuerst sind knapp 262.000 Euro im Jahr 2020 aus der KOFAG heraus geflossen und im Jahr 2021, und das ist hochinteressant, da ist eigentlich schon wieder sehr vieles gelaufen, unvorstellbare 521.000 Euro und das in ein marodes Unternehmen, das nach den Richtlinien eigentlich überhaupt kein Geld bekommen hätte dürfen. Das hat natürlich für den Herrn Ottenschläger und seine Freunde von der ÖVP, sind ja noch andere ÖVPler hier beteiligt bei diesem Unternehmen, ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis mit sich gebracht, denn der Schuldenrucksack wurde deutlich minimiert. Von den 864.000 Euro an Verlusten blieben unterm Strich dann unter Anführungszeichen nur mehr 300.000 Euro über. Und da kann man dann nur sagen, KOFAG, sehr Dank. Und selbstverständlich wurde von dem Geld kein Cent an Steuern bezahlt, weil es gab ja die Verlustvorträge. Also man sieht schon, man hat sich hier gerichtet, wie man es braucht. Und das ist es das, was wir von Anfang an gesagt haben. Dieses Konstrukt ist nur deswegen so aufgestellt worden, wenn man hier eine Zweiklassengesellschaft errichten wollte, wenn man hier sozusagen wieder eine VIP-Linie für die ÖVP-Freunde eingerichtet hat. Ich bin überzeugt davon, dass auch viele schon vorher gewusst haben, welche Richtlinien kommen. Insgesamt waren es übrigens 14 Stück, die hier zum Tragen gekommen sind. Und dass es da Informationsvorteile gegeben hat und dass man dann auch relativ rasch dafür gesorgt hat, dass die eigenen Parteifreunde möglichst ohne Schaden aus dem Ganzen aussteigen oder um es vielleicht noch besser zu sagen, einen entsprechenden Kapitalturbo zu bekommen. Da gibt es noch andere Beispiele. Wir kennen das zum Beispiel aus der Werbeagentur vom Bruder, von unserem Herrn Bundeskanzler Nehammer. Auch der ist in der Corona-Krise nicht unbedingt als Bettler ausgestiegen. Also da hat es auch interessante Zuwendungen seitens der KOFAG gegeben. Und vielleicht nochmal zurück zur Juice Factory. Da kommt dann ein besonders ungustiöser Zustand dazu. Denn der Nationalratsabgeordnete Ottenschläger, der an diesem Unternehmen 10% hält, der hat auch noch eine andere Funktion gehabt, und zwar war er Beirat in der KOFAG. Und ich glaube, das ist dann schon spannend. Auf der einen Seite gibt es Richtlinien, dass überschuldete Unternehmen keine Gelder aus der KOFAG bekommen dürfen. Dann geht der Herr Ottenschläger mit der Firma, wo er zu 10% beteiligt ist, her, beantragt genau diese Corona-Gelder, obwohl es eigentlich gar nicht haben hätte dürfen, und sitzt gleichzeitig als Beirat in der KOFAG drinnen. Also bilden Sie sich bitte selber Ihr Urteil diesbezüglich. Für mich stinkt das schon gewaltig und es ist, glaube ich, nur eines von vielen Beispielen, die man aus der ÖVP herausziehen könnte, um zu sehen, dass manche gleich und andere gleicher sind. Das ist sozusagen das, was wir heute im Laufe des Tages herausarbeiten wollen und werden. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle auch noch eines sagen, der Herr Ottenschläger und seine Freunde sind nicht die einzigen ÖVPler, die da aus der KOFAG heraus eine wundersame Geldvermehrung erhalten haben. Da gibt es auch noch andere, mit denen wir uns dann zur gegebenen Zeit auseinandersetzen werden. Gibt es Fragen Ihrerseits? Bitte, Herr Kuschel. Herr Kuschel, das haben Sie vielleicht falsch verstanden. Ich habe vorher eingangs gesagt, die KOFAG ist gegründet worden und da muss man mal grundsätzlich diese Form und diese Art der Gründung mal in Frage stellen, um die Schäden, die die Republik in den Unternehmen angerichtet hat, wieder gut zu machen. So, aber dass man hier sich eines Instruments bedient, dass man der parlamentarischen Kontrolle entzieht, ist einmal das eine. Das ist der erste unsauberer Schritt, der hier gesetzt worden ist. Warum hat man es nicht einfach von Haus aus über die Finanzverwaltung gemacht, wenn es schon notwendig ist? Und die Kritik, Herr Kuschut, bezieht sich darauf, dass diese Geldzahlungen, die hier geleistet worden sind, Entschädigungszahlungen, dass die erst notwendig geworden sind, weil die Regierung mit exzessiven Maßnahmen gearbeitet hat, wie Lockdowns zu Zeiten, wo jeder schon gewusst hat, dass ein Lockdown vollkommen sinnlos ist. Das heißt, diese Kosten sind ja genau in diesem Zusammenhang auch aufgelaufen. Ich kritisiere also die KOFAG,
als Konstrukt, das man der parlamentarischen Kontrolle entzogen hat, ja. Ich kritisiere die Bundesregierung, die hier Maßnahmen gesetzt hat, die vollkommen unverhältnismäßig gewesen sind. Das hat es notwendig gemacht, dass man diese Entschädigungen leisten musste. Und dann kritisiere ich natürlich noch das, was schlussendlich aus der KOFAG gemacht worden ist, nämlich eine Fastlane für schwarze und grüne Unternehmer, die sich hier mit ihren halb kaputten Betrieben gerichtet haben. Das ist die Kurzzusammenfassung meines Statements.